CSU-Fraktion. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Präsident, interessant ist, Herr Bartsch, dass immer bei den großen Unternehmen Sie mit Ihren Anträgen kommen. Ich würde mir wünschen, wenn wir insgesamt über die allgemeine Gemengelage, übrigens auch bei kleineren Unternehmen, wenn wir über Insolvenzen reden, übrigens 58 am Tag, wo viel zu wenig darüber gesprochen wird, die wir aus unseren Wahlkreisen kennen, wo Betroffene, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu uns kommen, mit uns reden und wir spüren, dass es nicht nur um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht, dass es um Familien geht. Übrigens um ganze Regionen. Erst gestern habe ich noch mit Stanislav Tillich gesprochen, der mir natürlich Auswirkungen skizziert hat für die Situation in Görlitz. Übrigens nicht nur für eine drohende Schließung des Werkes, sondern natürlich auch für die Zulieferindustrie. Aber trotzdem, in dieser Situation bitte kühlen Kopf bewahren. Ihr Antrag ist dies nicht. Kühler Kopf heißt, dass wir Politik und Wirtschaft trennen, dass wir als Politik für die politischen Entscheidungen zuständig sind, dass es diesem Land auch in 10, 15 Jahren noch gut geht und dass die Wirtschaft betriebswirtschaftliche Entscheidungen trifft. Wenn Sie nur mal das Beispiel Digitalisierung nehmen, Disruption, was wir da für Veränderungen haben im Bereich des Verlagswesens, im Bereich des Anlagenbaus, Maschinenbaus bis zu Elektro, wo ganze Geschäftsmodelle infrage gestellt werden und die Unternehmer entscheiden müssen, wie sieht das Geschäftsmodell der Zukunft aus. Das sind unternehmerische, betriebliche Entscheidungen, da hat sich die Politik nicht einzumischen. Und genau das machen Sie. Sie mischen sich ein, allein die Debatte darüber wird dafür sorgen, dass es nicht gut ist für den Investitionsstandort Deutschland. Übrigens, wir haben die Situation heute schon im mittelständischen Bereich, im energieintensiven Bereich, dass dort mehr abgeschrieben wird, als investiert wird. Und deshalb ist es, glaube ich, falsch, das, was Sie machen. Ich meine, im Kern sorgt ja Ihr Antrag dafür, dass die Leidtragenden nicht die Konzerne sind, sondern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil dann übrigens, wenn Sie sich so einmischen, nicht nur Werke geschlossen, sie werden gar verlegt oder ganze Unternehmen verlegen ihre Firma ins Ausland und dann sind wirklich die Leidtragenden, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die sollten es nicht sein. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich einen ganz anderen Punkt ansprechen. Und das ist auch das, was in der sozialen Marktwirtschaft wichtiger denn je war. Das ist das Thema Verantwortung von Unternehmern jenseits von unternehmerischen Entscheidungen gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das heißt, natürlich hat die Wirtschaft auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Und natürlich, und das ist das, und das kann man auch kritisieren und sollte man auch, und dafür ist auch dieses Haus da, dass wenn ich von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern höre, dass sie tagtäglich auch über Wochen über die Medien Berichte gelesen haben, um zu erfahren, wie es mit ihrer Zukunft bestellt ist, dann ist das ganz klar nicht der Weg, den die soziale Marktwirtschaft vorschreibt, sondern das geht gemeinsam. Das geht gemeinsam. Auch bei schwierigen Entscheidungen muss man natürlich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mitnehmen. Und das ist nicht zuletzt deshalb wichtig, weil ich froh bin, dass es in diesem Land einen Konsens gibt, übrigens der auch im Kodex, im Corporate Governance Kodex festgesetzt wurde, dass natürlich auch die Wirtschaft eine gesellschaftliche Verantwortung hat gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das heißt, auch in schwierigen Entscheidungen sie mitnehmen und nicht zuletzt ist es das, worauf es jetzt ankommt. Und deswegen hat meines Erachtens ganz klar Siemens jetzt die Chance, dieses Gespräch zu suchen. Wir als Politik, wir können flankieren, wir können moderieren, wir können auch viele Gespräche führen, aber am Ende des Tages dürfen wir uns nicht in unternehmerische Entscheidungen einmischen. Herzlichen Dank. Herr Kollege Lindemann, jetzt haben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Ernst verpasst, aber vielleicht Sie können jederzeit eine kurze Intervention machen, wenn Sie das möchten. Ja, dann machen Sie das.